Heute besuchte Caillou mit Mama, Papa und Rosi einen Streichelzoo. Schon okay, Rosi. Nur Schafe. Schafe sind weich und lieb. Siehst du? Igitt, Ziegenküsse. Danke. Hey, geh du von mir weg. Flieg weg, hol dir dein eigenes Eis. Was ist denn los, Caillou? Oh, das Eis ist runtergefallen. Schon okay. Wir kaufen dir gleich ein neues. Kein neues Eis. Es ist meine Nase. Ich habe einen Bienenstich gekriegt. Oh nein, armer Caillou. Hier, damit fühlst du dich etwas besser. Warum? Warum hat sie mich gestochen, Mama? Nun, sie dachte sich wohl, dass du sie verletzen willst, Caillou. Naja, ich habe probiert, sie zu hauen, weil sie mein Eis essen wollte. Caillou, bitte hau keine Bienen. Das sind sehr besondere Tierchen. Komm, lass uns mal sehen, wo sie hinfliegt. Ist sie dort zu Hause? Genau, Caillou. Ihr Haus nennt sich Bienenstock. Das ist ein großes Haus für eine Biene. Eigentlich leben dort tausende Bienen. Hör genau hin, dann kannst du sie hören. Das klingt wie ein Flugzeug. Was machen die denn da? Sie sammeln Nektar, aus dem sie Honig machen können. Sie lieben Süßigkeiten. So wie Eis? Ganz genau. Die Biene wollte dir nicht wehtun. Sie wollte nur was von dem Eis haben. Fragen. Komm her, ich habe eine Idee, was dich aufmuntern kann. Schau, ein Pferdchen. Nicht ganz, Caillou. Das ist ein Esel. Verzeihung, können meine Schwester und ich reiten? Das könnt ihr. Wow, das ist ja hoch. Hier, die sind zur Sicherheit. Halt dich an deiner Schwester fest. Wir wollen doch nicht, dass ihr runterfallt. Wow, er ist sehr stark, wenn er uns beide tragen kann. Das stimmt. Esel sind vielleicht klein, aber auch sehr stark. Wie ich! An einem weiteren vollgepackten Schultag bat Frau Martin die Kinder leise zu sein. Sie wollte eine Ansage machen. Gut, Kinder, kommt zur Ruhe, kommt zur Ruhe. Okay, nun diese Woche veranstalten wir was Aufregendes. Eine Schul-Talent-Show. Die Klasse konnte es kaum erwarten, mit dem Üben anzufangen. Aber was sollte Caillou tun? Als er später am Tag nach Hause kam, sah er sich im Haus nach Sachen für die Talentshow um. Er probierte Seilspringen. Er probierte sogar zu tanzen. Er begann sich zu fragen, ob er jemals ein Talent für die Schultalentshow finden würde. Hm,
Was ist denn los, Caillou? Ich weiß nicht, was mein Talent ist. Ich habe alles probiert. Also, hey Caillou, wie wär's damit? Was macht man denn damit? Also, Caillou, das ist ein Zauberstab. Du kannst bei der Talentshow ein Zauberer sein. Hier. Okay, Papa. Was könnte ich jetzt zaubern? Warte mal hier, Caillou. Ich bin gleich zurück. Einen Augenblick später war Papa mit einer Kiste zurück. Es war eine kräftige Box mit der Aufschrift Magic Kit. Wow! Also, Caillou, als ich so alt war wie du, war das mein Zauberkasten. Nun ist es deiner. Nimm ihn mit zu deiner Talentshow und zeig allen, was du kannst. Ich sehe wie ein Zauberer aus. Das tust du, Caillou. Und jetzt geh mal üben. Caillou übte und übte und am nächsten Tag war er bereit für die Talentshow. Aber nun war er nervös. Er war als nächstes dran. Hey Caillou, schon okay. Sei nicht nervös. Das wird toll. Ja Caillou, hab einfach Spaß beim Zaubern. Mein Name ist Caillou. Und ich bin Zauberer. Seht her! Caillou flüsterte die Zauberworte, berührte den Hut mit seinem Zauberstab und... Das ist Teddy, alle zusammen! Und nun zum nächsten Trick. Seht, was mit Teddy passiert, wenn ich das mache. Alle jubelten vor Begeisterung über Caillous Tricks. Er war sehr stolz auf sich. Oh, Caillou, damit siehst du gruselig aus. Wie wär's, wenn wir uns vielleicht Gruselgeschichten erzählen? Wir sind mutig! Vor langer Zeit gab es zwei Mädchen, die mit ihren Fahrrädern durch einen schaurigen Wald fuhren. Die Nacht brach ein und in den dichten Ästen hörten sie Eulen heulen. Sie fürchteten sich mehr und mehr. Plötzlich löste sich die Fahrradkette und sie mussten anhalten. Sie hatten solche Angst, dass sie mit den zitternden Händen die Ketten nicht einhängen konnten. So kommen wir niemals wieder raus. Dann hörten sie ein merkwürdiges Geräusch aus dem dichten Wald hinter ihnen. Sie drehten sich langsam um und vor ihnen erschien ein Geist! Ein Geist! Der Geist kam näher und näher. Verschwinde! Der Geist schwebte direkt durch sie durch, hinüber zu den Fahrrädern. Hey, geh von den Rädern weg! Auf einmal verschwand der Geist und die Mädchen stellten fest, dass ihre Fahrräder wie von Zauberhand repariert waren.
Wuh. Wuh. Clementine, das war nicht gruselig. Das war ein freundlicher Geist. Leo? Ich habe nur so getan, als hätte ich Angst. Jetzt erzähl ich eine Gruselgeschichte. Vor langer, langer Zeit lebte ein Junge mit seinem Papa auf einem Bauernhof. Sie bauten eine Vogelscheuche, um die Vögel von dem Gemüse fernzuhalten. In jener Nacht weckte ein Sturm den Jungen auf. Er schaute aus dem Schlafzimmerfenster und sah die Vogelscheuche im Gemüsebeet. Papa, Papa, die Vogelscheuche bewegt sich. Sei nicht albern, das kann nicht sein. Der Papa ließ den Jungen in seinem Zimmer schlafen, weil er Angst hatte. Und bald schlief er tief und fest. Als er am Morgen aus dem Fenster schaute, war die Vogelscheuche verschwunden. So, war die Vogelscheuche am Leben? Vielleicht flog sein Hut dorthin. Es ist die Vogelscheuche. Sie will uns holen. Lasst mich rein. Ich weiß, dass ihr noch nicht schlaft. Ich höre euch reden. Papa, das bist ja du. Ich habe euch Kakao und Kekse mitgebracht. Es ist sehr gemütlich hier drin. Worüber habt ihr die ganze Zeit gesprochen? Wir haben uns gruselige Geschichten erzählt. Keiner hatte Angst. Nein, keiner hatte Angst. Papa, willst du heute Nacht auch in der Höhle schlafen? Ich pass da nicht rein, Caillou. Aber ich kann ja auf dem Sofa schlafen, falls Vogelscheuchen kommen. Das wäre toll, Papa. Dann verpasst du den Spaß nicht. Es war Heiligabend. Und Caillou träumte von allen Spielsachen, die er am Weihnachtsmorgen bekommen würde. Hey, was war das? Was ist los, Gilbert? Komm schon, Gilbert! Caillou zog seine Wintersachen an und eilte hinaus in den Schnee. Ho, ho! Frohe Weihnachten! Santa! Hallo, Caillou! Wow! Du kennst meinen Namen! Das ist meine Katze Gilbert! Bringst du mir gerade meine Geschenke? Genau deshalb bin ich hier. Aber leider habe ich da ein paar Probleme. Der arme Rudolf hat seinen Schal vergessen und sich erkältet. Ich kann leider ohne Rudolfs Nase nichts sehen. So kann ich unmöglich die Geschenke verteilen. Wie schrecklich! Hier, Rudolf, du kannst den Schal haben. Oma hat ihn für mich gestrickt. Er ist schön warm. Hey, das kitzelt! Ich habe eine Idee. Vielleicht können Gilbert und du mir bei den Geschenken helfen. Wirklich? Das wäre Wahnsinn!
Toll! Wart einen Moment, ich hab hier noch was. Das ist für dich, Gilbert. Jetzt kannst du uns den Weg leuchten. Okay, Caillou, auf zum Schlitten. Wir müssen Geschenke ausliefern. Das wird bestimmt super toll. Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Du bist ein tolles Rentier, Gilbert. Dank deinem Einsatz können wir alle Geschenke pünktlich abliefern. Wir sind so weit oben! Okay, Caillou, jetzt liefern wir das erste Geschenk. Ich zeig's dir. Nimm meine Hand, Caillou. Bereit? Bereit! Ho, ho, ho! Wow, das war magisch! Weihnachtsmagie! Danke für deine Hilfe mit den Geschenken, Caillou. Ich hätt's ohne Gilbert und dich nicht geschafft. Das hier ist mein bestes Weihnachten! Rudolf sagt, dass es ihm dank deines warmen Schals schon viel besser geht. Frohe Weihnachten, Caillou! Frohe Weihnachten, Gilbert. Ho, ho, ho! Bis nächstes Jahr! Frohe Weihnachten, Santa! Frohe Weihnachten, Caillou! Mama, Papa, ihr erratet nie, was Gilbert und ich gemacht haben. Wir sind gemeinsam mit Santa Schlitten gefahren. Das klingt nach einem schönen Weihnachtstraum, Caillou. Das war doch kein Traum, das war echt. Das war's bestimmt, Caillou. Lass uns runtergehen und sehen, was dir Santa gebracht hat. Geschenke! Leo und Clementine hatten viel Spaß dabei, im Garten zu spielen. Sie spielten um die Wette, wer den Ball am höchsten werfen konnte. Okay, jetzt bin ich. Das war wirklich hoch. Das war fast so hoch wie unser Dach. Jetzt du, Caillou. Der wird die Wolken berühren.
Caillou. Aber ich glaube nicht, dass es so hoch wie die Wolken war. Schaut her! Ich werfe ihn bis zum Mond. Hey, wo ist er hin? Er ist bestimmt im Weltall. Das ist er nicht. Er ist ein Baum. Schaut! Oh nein! Wie bekommen wir ihn da runter? Wenn wir nur fliegen könnten. Oder so hochspringen, um ihn zu erreichen. Das ist eine Aufgabe für Superhelden. Auf in Caillous Höhle! Geschwindigkeit! Okay, ihr! Lasst uns den Ball finden! Hey! Der Ball ist weg! Schaut, das ist eine Notiz! Was steht da drauf? Ich weiß nicht. Das sieht ganz so aus wie ein Code. Kein Problem. Professor Mama löst solche Codes sehr gut. Bringen wir ihr die Notiz. Na hallo, meine kleinen Superhelden. Seid ihr auf einer Supermission? Ja, wir wollen das Geheimnis des verschwundenen Balls knacken. Hilfst du uns? Ich versuch's mal. Der Dieb hat uns eine Notiz gelassen, aber es ist mit irgendeinem Code. Das stimmt, Captain Clementine. Das ist ein Code. Glücklicherweise kann ich es lesen. Was steht denn da? Da steht, der hübsche Ball gehört nun mir. Kommt in mein Versteck, wenn ihr ihn wiederhaben wollt. Gezeichnet, Papa, der Meisterdieb. Oh nein! Wo finden wir den Meisterdieb? Gerüchte besagen, sein Versteck sei im Wohnzimmer. Ich meine im Schattenland. Wie unheimlich! Alles gut, Captain Clem. Deine Superkraft ist doch Nachtsicht. Oh ja. Los geht's. Lasst uns unseren Ball zurückholen. Da ist er! Warte, vielleicht ist das ein Trick. Alles gut, Clem. Mit deiner Superkraft sehen wir im Dunkeln. Da, viel besser. Passt auf, der Meisterdieb! So, ihr habt wohl den Code geknackt. Schnell, Captain Leo! Fessel ihn mit deinem Supertempo! Oh nein, ich bin gefangen! Caillou, wirf ihn mit deiner Superkraft um! Ihr habt mich. Hier ist der Ball. Ihr seid wirkliche Superhelden. Toll gemacht. Lasst uns noch ein super Abenteuer finden. Okay, Klasse. Das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun.
Nun, wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn! Es gibt Frühstück! Komm schon! Mama sagt, du kannst in deinem Ball spielen! Caillou, Leo ist hier. Komme, Mama. Wart hier, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in deinen Ball gesetzt. Oh nein. Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich habe Gerald in seinem Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou, wir finden ihn. Ich werde ihn nie wiederfinden. Oh. Oh. Ebert! Da bist du! Nun hilft Sheriff Teddy. Die Stadt ist jetzt sicher, denn wir haben Rexy den Banditen geschnappt. Sheriff Caillou, komm schnell! Hallo Clementine, wo brennt's? Sheriff Caillou, ein Gesetzloser überfällt die Bank. Oh nein! Worauf warten wir noch? Los geht's! Schneller, Gilbert! Ja! Jaha! Das macht Spaß. Jetzt muss ich nur noch von hier abhauen, bevor der Sheriff eintrifft. Nicht so schnell, Cowboy! So, so, so. Sieh mal an. Das da ist nicht dein Geld. Jetzt aber schon. Ich bin der Sheriff hier und befehle dir, es zurückzugeben. Nun,
müssen. Die Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Oh, Sheriff, ihr seid bestimmt hungrig, nachdem ihr die Welt gerettet habt. Hier sind Cowboy-Kekse. Wow, danke, Mama! Damit seid ihr auf das nächste Abenteuer vorbereitet. Ja! Und Sheriff Caillou ist immer bereit, den Tag zu retten! Kommt alle her und holt euch Limonade. Eine Limonade, bitte sehr. Ups, das macht dann 1 Euro, der Herr. Läuft es denn, Caillou? Es läuft super, Mama. Guck mal, wie viel ich verdient habe. Das ist klasse, Caillou. Sieht voll aus. Brauchst du etwas Hilfe? Nein, danke, Mama. Ich habe das alles fest im Griff. Okay. Sag uns einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Wir sind gleich hier drüben. 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt. Oh, wow! Ein Hundi! Oh, er ist ein Lausbub. Pfeffer, stopp! Komm hierher! Das tut mir leid, junger Mann. Ich hoffe, er hat nicht gestört. Oh, nein, ich mag Hunde. Darf ich bitte noch etwas mit ihm spielen? Was möchtest du, Pfeffer? Und wie heißt du denn, junger Mann? Ich bin Caillou. Nun, Caillou, geh du mal schön spielen und ich trinke ein Glas von der lecker aussehenden Limonade. Los geht's, Pfeffer. Hey Mama, guck dir den an. Oh wow, Caillou. Wie heißt er? Pfeffer, weil er so schwarz ist. Wuff, wuff. Sieht so aus, als wäre jemand sehr aufgeregt. Ja, er ist sehr freundlich. Willst du ihn mal streicheln? Komm, Pfeffer. Das war ein Schmatzer, hä, Rosi? Caillou, vergiss das nicht. Die zwei hier hatten viel Spaß miteinander. Nicht wahr, Caillou?
Ja, danke. Nun, danke, dass du mit ihm gespielt hast, Caillou. So einen entspannten Tag hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich denke, Pfeffer hatte auch seinen Spaß. Ich glaube, Pfeffer muss sich abkühlen. Ich weiß! Pfeffer, spielen wir im Springbrunnen! Das spiele ich gern. Ja, dürfen wir? Klar, Caillou. Los geht's. Okay, Caillou, das ist dein letzter Wurf. Atmen. Sehr gut, Caillou. Super, Caillou. Klasse! Ich freue mich so, die einzulösen. Benutz nicht gleich alle. Wettlauf zum Autoscooter, Caillou. Das kriegst du noch von mir zurück, Caillou. Wow, Kinder, das war toll. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Nun, was möchtet ihr? Was wir damit bekommen können. Lufthockey! Ja! So ein kalter Milchshake, nicht wahr, Caillou? Minigolf! Los geht's! Fast geschafft, Clem. Nur noch ein kleiner Stoß. Genau, Caillou. Du schaffst das schon. Ah,
Caillou, mit einem Schlag. Wir haben's geschafft. Ja, komm mit, holen wir unsere Preise ab. Oh ja, schon ganz vergessen. Wow, Caillou. Hat dir der Tag gefallen? Und ab! Ihr Lieben, das ist Alex. Nun, es kann sehr beängstigend sein, in eine neue Schule zu gehen. Also lasst uns alle dafür sorgen, dass sich Alex hier wohlfühlt. Warum setzt du dich nicht, Alex? Spielen. Oh, tut mir leid. Vielleicht können wir... Nein, lass mich in Ruhe. Du bist heute ja sehr still, Caillou. Wie war's in der Schule? Es war okay. Kein Hunger, Caillou? Ich dachte, du isst gern Spaghetti. Spaghetti! Caillou, Papa spricht gerade mit dir. Hallo? Erde an Caillou? Bist du da? Ich will keine Spaghetti, Papa! Du hast Rosi Angst gemacht, Caillou. Ich weiß. Tut mir leid, Papa. Ich war nur so wütend. Nun, sag mir doch mal, was dich so wütend macht. Nun, ja. Ich wollte mit dem neuen Jungen in meiner Klasse spielen und er hat mich geschubst, was weh tat. Ich weiß nicht, warum er so fies war. Tut mir leid, Caillou. Ich verstehe, warum dich das wirklich wütend macht. Ich wollte nicht gemein zu Rosi sein. Ich hab nur Angst. Schon okay. Rosi verzeiht dir bestimmt, wenn du dich entschuldigst. Caillou? Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht hab, Rosi. Es ist nicht schön, Angst zu haben. Spaghetti! Super Idee, Rosi. Lass uns runtergehen und aufessen. Was, wenn Alex wieder fies ist, Papa? Ich komme mit rein und wir sprechen darüber zusammen mit Mrs. Martin, okay? Vergiss nicht, wenn jemand gemein zu dir ist, kannst du es immer deinem Lehrer sagen. Okay. Guten Morgen, Caillou. Hi, Mrs. Martin. Ich muss Ihnen was sagen. Hey, Caillou. Hi, Alex. Ich wollte dir sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich dich gestern geschubst habe. Es ist wirklich furchteinflößend, neu zu sein. Aber ich wollte nicht gemein zu dir sein. Wenn du noch mit mir befreundet sein willst, wäre ich gern dein Freund. Schon okay. Manchmal kann ich auch gemein sein. Aus Versehen, wenn ich Angst habe. Wirklich? Ja. Papa sagt, dass es nur wichtig ist, sich zu entschuldigen. Komm her,
her, Caillou. Du willst doch nicht, dass Alex am zweiten Tag zu spät kommt, oder? Komme! Komm mit! Ich stell dir Leo und Clementine eben vor.